Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Rennen in Spa der Mega-Koop 2017. Wer jetzt heute dabei ist, das ist ein bisschen schwierig, weil jetzt sehe ich die Liste gar nicht mehr. Ich gehe mal die Teams durch. Wir haben bei Toro Rosso Ray und Googie und wir haben bei... Ach, ich sage einfach die Teams durch. Wir haben noch das Renault-Team begrüße ich, das Williams-Team begrüße ich. Wen haben wir noch? Ferrari. Oh Gott, wir haben Ferrari. Und ich glaube, ich habe noch das Sauber-Team, wo aber heute Michel wieder nicht dabei ist, wie auch schon gestern. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Wenn ich jemanden vergessen habe, soll der sich melden. Hallo an alle. Schönen guten Tag. Hast du ja schön leicht gemacht. Ich glaube, du hast aber viel vergessen. Ja. Moin. Die Kommentatorenkabine. Es ist aber kein Team. Sag, du wolltest die Gesonderten präsentieren. Servus. Tacho. Wir sind die VIPs. Wir werden noch beim Namen genannt. Sag, du wolltest sie gesondert präsentieren. Ja, nein. Okay. Ja, die leider nicht. Legen wir los, sag aber mal. Müssen wir mit leben. Spar, Rennen. Quali ist ja gut gelaufen, ne? War ja gar nicht chaotisch gestern. Ja, chaotisch, doch. Chaotisch. Zum Glück adressiert er es nicht an mich. Unser Zweitname, oder? So. Okay, so legen wir los. Es war schön anzusehen, definitiv. Ja, dann ist immerhin ein bisschen was los mit Regen. Ja, lass uns einfach loslegen. Ich bin auch bereit. Race. So, ich nehme heute mal wieder in 4K auf. Ich probiere es mal mit externer Aufnahme-Sache. Ja, weil ich habe jetzt einen Streaming- oder Aufnahmerechner mit einer Elgato, mit der ich das Ganze aufzeichnen kann. Und vielleicht laggt es hier ja nicht, wenn also der Start laggt, ihr wisst Bescheid. Wenn nicht, dann habt ihr mega geile Qualität. Und Anton, fürchtest du schon meine Präsenz auf Platz 15? Ich fürchte deine Präsenz immer. Weil ich aber so auf positive Art und Weise. Ja, ne? Das ist so eine Furcht, die inspiriert. Kai steht bei mir schon. Ja, Kai ist schon raus und Marvin auch, glaube ich. Dann frag mal, ob wir reconnecten sollen, oder? Nee. Die sind wahrscheinlich kollidiert. Wurden disqualifiziert. Echt? Okay, ja. Okay. Gut. Der Plan für heute, Doppelsieg. Sammel das Feld mal wieder ein, ne? Ja, ich mach grad langsam. Irgendwie fährt Ray sehr langsam und ich hab Maxi voll im Heck. Kann der mal ein bisschen Abstand halten, bitte? Ja, oder Ray ein bisschen schneller fahren vielleicht. Ja, Plan für heute, Doppelsieg. Das machen wir schon. Das macht Ray doch absichtlich. Vielleicht. Damit wir länger im Grid stehen. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Ja, gesagt. Wahrscheinlich schon. Ja, ne? Tatsächlich, ja. Also ich weiß zumindest, dass die Einführungsrunde Auswirkungen hat. Was genau von der Einführungsrunde, also ob sowas wie längere Standzeiten simuliert werden, das weiß ich nicht. Oder wann du dir deine Reifen aufwärmst, weil man kann ja einen kurzfristigen und einen langfristigen Effekt haben. Beim Reifen aufwärmen, also ob das so akkurat umgesetzt wird, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat die Einführungsrunde Auswirkungen auf den Start. Einer von den beiden Renaults liegt immer noch in Kurve 1. Vielleicht ist es ein Bug. Wenn es irgendwas wäre, hätten sie sich ja vielleicht gemeldet, ne? Nur es sei denn, sie haben Disconnect. Ja. Maxi, halt Abstand, ich mach langsamer. So. Aber ich sag jetzt schon mal, wobei, das dauert ja eh noch ein Weilchen. Boah, jetzt wird's hier echt langsam. Ja, ich hab ein paar Burnouts hingelegt. Und Ray hält wieder Abstand hier. So. Ich glaube, ich habe das Feld jetzt ganz gut eingesammelt. Ja, dann wünsche ich allen viel Spaß, viel Erfolg. Gleichfalls. Beziehungsweise ein bisschen weniger Erfolg wie mir, aber trotzdem Erfolg beim großen Preis von Spanien. Ebenso. Genau. Spanien. Das Auto am Start ab. Nice. Good luck. Schön mal die Strecke verschifft. Start mal in der Richtung. Ja, toi toi toi, mein Lieber. Starte Alter, gut. Ich stehe neben der Startbox, Mann. ich nicht. Okay, auf ein gutes Rennen. Jo, same.
Oh shit. Nee, du führst oh. nicht. Sorry, Anton. Doch, alles gut. Bei mir ist auf der Strecke noch jemand vor dir. Nee. Pass auf vor D-Sinks, ne? Ich geb's mal durch. Gleich. Auf einer Geraden oder so. Also jetzt noch so eine Sekunde oder so vor dir. 2 Sekunden. Da ist keiner. Also, ich bin Erster. Ja, aber ich meine nur der Mini. Der Punkt ist auf der Minimap. Ja. Aber fahr einfach weiter. Achtung an alle, Dave meint, wir könnten D-Sings haben, weil er sieht einen Punkt noch vor mir und ich sehe keinen vor mir. Er ist jetzt in der schnellen Rechtskurve vor Launching Mall gerade. Was? Er war jetzt in der, also es war Kai, der sich in, vor der Kurve in Launching Mall gedreht hat, in dieser Rechtskurve. Also er ist jetzt weg. Okay. Kai, siehst du Viper? Okay, bei mir war ich gerade als 7. aufgeführt und jetzt bin ich 8. Starker ja, Start. Danke. Ah ja, ich sehe deinen Punkt. Du bist 1, 2, 3, 4, 5, 6. bei mir. Ja, bei mir bin ich 7. F1 2017 online. Schade. Jetzt bin ich auch 6. bei mir. Wie bist du so gut nach vorne gekommen? Mit ein bisschen Geduld und mit guten Dank. Tarnkap und Dave Bombs. Wo ist Markus? Ein Platz vor mir, 5. Alter Maxi! Kann doch nicht einfach so auf die Strecke zurückfahren. Sorry, Dave. Ja. Jetzt hatte ich ein illegales Überholmanöver. In Pouhon einfach schnurstracks zurückgefahren, Alter. Huch, aber du hast Plätze gut gemacht bei mir, ne? Ja, ein Platz, aber... 2. Du bist 5. jetzt bei mir, glaube ich. Ja, davor war ich doch 6. bei dir. Ach so. Stimmt. Ja, es hat aber jetzt irgendwie 2 Sekunden oder so schon gekostet, safe. Oder 1,5. Egal. Mach dir nichts draus. Eine Positionsverbesserung ist wichtiger. Nee. Noch mal ein Gegner weniger vor der Nase. So, jetzt muss ich Ray aus dem DRS-Fenster kriegen, wenn ich das nicht schon habe. Oh, Markus schon auf 3. Oh. Bei mir auf 4. Hat gerade Gugi auf 5 überholt. Aber ich sehe auch nur 3 Punkte zwischen uns, also... Hä? Egal, wir gehen gar nicht drauf ein. Wäre, glaube ich, das Beste. Ist, die ganzen Leute vor mir haben Ultras. Stimmt. Nee, ich nicht. Du bist ja auch nicht vor mir, du bist deutlich vor mir. Bin doch gar nicht, ich bin nur kurz vor Ray. Ja, der ist auch deutlich vor mir. Oh. Was? Unruhiges Heck gehabt in den Funnel. So, und jetzt fangen die Ultras schon an, schlechter zu werden. Ich fahr jetzt gerade Ray weg, quasi.
Was bist du für eine Runde gefahren? Fast 7 Kilometer. 1,50, 2. Okay. Die Runde ist übrigens etwas länger als 7 Kilometer, oder? Ja, ich wollte damit andeuten, dass ich abgekürzt habe, habe ich aber nicht. Das ärgert mich total, wenn Leute vor einem Fehler machen, man aber nicht überholen kann. Wer ist vor dir? Googie. Ist gerade in der Boribarsch zu weit rausgekommen, hat sich verbremst. Aber da will man auch nicht den Knüppel raus, die Brechstange rausholen. Übrigens, apropos, wir haben ja immer gedacht, die Kurve da heißt Beau-Rivage, ne? Ich glaube, ich habe letztens ein Video gesehen, das ist Rivage und in Monaco gibt es eine Beau-Rivage. Kann das sein? Stimmt, ja, kann gut sein. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, das letztens mal gesehen zu haben. Hoppla. Das war aber optimistisch. Googie in Dingens außenrum überholt. Jo, Googie an der Box. Auf der Karte gesehen. Markus sind da in One viel zu weit raus. Alles klar, fährt die Kimi-Linie. Beim Start voll gegen einen KI-Fahrer gefahren, der schon links neben mir war. Den habe ich dann nicht erwartet. Und ich habe dann gedacht, dass mein Lenkrad einen Rechtsdrall hat, weil ich nicht mehr in eine Richtung lenken konnte. So, ich schätze, diese Runde kommt Ray. Dann wird wahrscheinlich auch Markus schon kommen. Ja, ich bin sehr viel schneller als Markus im Moment. Ray kommt. Markus auch. Ja, 6 Runden hat's gedauert. 5. Jo. Sekunden zwischen uns. Let's make 8 of these. Ist richtig widerlich mit einem fetten Auto. Also voll betankt.
Abstand bleibt gleich. Du bist 2 Zehntel weggekommen, du Sau. Eine, ja. Dann bist du 49,3 gefahren. Mhm. Korrekt. Guck mal, was meine Reifen sagen. 36%. Ja, halten ewig. Läuft. Man kann ganz schön viel auf Fett fahren, habe ich das Gefühl. Ja. Ich schalte nur im zweiten Sektor auf Medium. Ja, ich auch. Sehr interessant, das so zu beobachten. Sektor 3 ist ja eigentlich einer, wo es auf Top-Speed ankommt und du meintest ja noch, dass dein Setup schnell auf der Geraden ist. Mhm. Dafür bin ich kacke in der Schikane. Och nö. Ach Duki. Jetzt kennt er mal eine Strecke. Schade. Mhm. Ich meine nicht der Safety Car übersehen. Yo, was ist ein Burn? Jetzt kommt er näher. Ja, lässt einfach ein bisschen die Muskeln spielen. Hat den Sektor 2 wahrscheinlich auch fett benutzt. Was? Ich nicht. Nee, ich. Ich rede von mir in dritter Person, das kennt man doch. Also ich schätze, ab jetzt sind meine Reifen nicht mehr unbedingt besser. Ja, ich glaube, die von Markus sind ein bisschen besser. Ja, die auf jeden Fall. Ja, wir werden ja den gegenteiligen Effekt sehen, wenn wir dann auf die jeweils andere Mischung wechseln. Ja. Aber dann halt zeitversetzt, ne? Klar. Okay, hab Sektor 2 versemmelt. Und Borri, ich auch. 4 Zehntel langsamer als die PB schon. Oh, 1 Zehntel schneller als die PB. Oh, ich habe 14 Minuten Rückstand zu Kai. Stark. Wir fahren schon 14 Minuten? Alter. Oh, der nächste. Eieiei. Im Team Williams / sauber zerlegt sie heute jeden. So, ich schätze, diese Runde ist bei mir Box. Ja. Hast schon richtig Box, ne? Box drauf. Ist Kai ein Geist, oder? Ich sehe ihn gar nicht. Ja, ist er. Kai wird bei mir als Zweiter gelistet und er ist kein Geist. Was? Ja.
stark. Das Überholmanöver hat jetzt eine Menge Zeit gekostet. Dafür habe ich Pouhon gut erwischt. So, ich komme in die Box. Bitte, ich will vor Ray bleiben. Bleibst du? Ja. Knapp, aber bin vorne. Schade. Hier ist Magnussen Erster. Ja, war Erster. Schade, hätte ich nice gefunden. Jo, du bist aber deutlich schneller. Als was? Als ich. Okay. Du kommst wahrscheinlich in 3 Runden oder so an die Box. Ja, mal gucken. Runde 12 wahrscheinlich. Ja, sogar im letzten Sektor 2 Zehntel rangekommen. Da muss man ja nur für die Schikane anbremsen. Gehoben. Aber alles gut? Ja. Ja, alles gut. Ja, ja. Oh Gott. Verdammt, das war ein extrem guter zweiter Sektor, abgesehen davon. Das hat aber viel Zeit gekostet. Ja. Du musst übrigens aufpassen, dass du vor Markus rauskommst. Also vor Ray wird nicht, aber Markus kannst du knacken. Du bekommst diese, schätze ich? Ja.
Also eins kann ich dir sagen, es war die beste Entscheidung von dir, auf den Supersofts zu fahren, weil wenn du auf den Ultras gefahren wärst, dann hättest du jetzt echt Probleme. Wäre auf jeden Fall sehr knapp, weil so wage ich jetzt zu bezweifeln, wenn ich keinen Fehler mache, dass du 15 Sekunden aufholen kannst. Jojo. Also ich will jetzt nicht irgendwie dich kleinreden, das weißt du, aber ich sag das für die Zuschauer, aber 15 Sekunden ist einfach super viel. Jo. Das ist echt nicht drin. Aber der Rennsieg. Go, go, go. Natürlich gibt man trotzdem alles und versucht zu gewinnen. Ach, Markus war auf Soft unterwegs. Oh, mit dem wird's echt eng, oder? Nee, der ist einfach safe vorbei. Okay, oh. Stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty. Ja, wobei, der durch? Bezweifle ich stark. Okay, clear. Oh, der fährt durch. Meine Reifen haben 9%. Ja, ich krieg Markus safe. Jetzt schon auf der Geraden? Nee. Das wird aber easy. Ray wird wahrscheinlich auf Ultras nochmal gehen am Ende, schätze ich. Oder holt er sich nochmal auf... Nee, der geht auf Ullis. Das hätte ich eigentlich bei Markus erwartet, dass der nochmal Ultras mitnimmt am Ende. Regen in 10 bis 15 Minuten. What? Naja, mal sehen, ne? Ja, vor allem ist das Rennen... Na, wobei ist es noch 20 Minuten lang. 20 Minuten dauert das Rennen schon noch, ja. Das könnte lustig werden. Ray Box. Im Moment hatte ich den Hoffnungsschimmer, dasselbe über Markus zu sagen, aber nein. Wie gesagt, ich glaube, der probiert's. Ja, nach Oruge habe ich ihn. Okay. Na, hat auch schön Oruge links gecuttet. Oh, da habe ich eventuell zu früh rübergezogen. Sag sorry, falls ich zu früh rübergezogen habe. Kann gerade nicht. Jo, wenn du kannst. Ich dachte halt, dass ich so spät gebremst habe, dass es keinen Unterschied gemacht hat. Markus wird nett fahren, der möchte nicht schlecht auffallen im Internet, glaube ich. Ja, darum geht's nicht. Ich glaube, ich bin in... Nach so, Campbell bin ich... Warte, ich sag's jetzt gerade, jetzt kann ich. Sorry von Dave, falls er zu früh rüber ist, Markus. Das war definitiv nicht beabsichtigt. Jetzt würde es mich schon interessieren, was du so pro Runde aufholst. Drei Sekunden? Wie klingt das? Ja, ich hoffe nicht. People is looking really good. You're managing it well.
trotzdem nochmal alles geben. Es gibt zwei Möglichkeiten noch zu gewinnen. Ja. Safety Car oder du machst einen Fehler. Regen. Ja, oder so, okay. Also ein Spa 2008 Finale wäre natürlich auch epic. Boah. Ah, da vorne geht mein Horror los. Oh, letzte Kurve verkackt. Da hinten geht auch dein Horror los, glaube ich. Wie viel holst du auf? Etwas weniger als eine Sekunde, ne? Glaube ja. Okay, Regen in 10 bis 15 Minuten. Also wahrscheinlich eher nicht. Nur ganz ja, am also Ende nicht kurz. So, dass es noch richtig nass wird, denke ich. Ja, ja. Keine Qualifying 90 Minuten Umstände. Ist da schon Ray hinter? Ach Quatsch. Ich hab mich verguckt, ist egal. Ja, Ray holt super stark zu mir auf, Anton. Das wird's sein. Oh, fast das Auto abgestellt. Fast gäb's Karma, ey. Doch nur Istanbul. Hä? Ach so, ja. In Videoform auf deinem Channel. Mhm, ich weiß aber nicht welches. Irgendein F. Nee, McLaren. Nee, du bist. Formel 1 2007. Assetto auf meinem Channel. Irgendwas war das, oder? Jojo. Ja. Woanders wird's schwer, Istanbul zu finden, außer bei Assetto. Ja. Oder im Atlas. Verdammt, fast hätte Ricardo mir DRS gegeben. You're sat in P2. Gap to car in front is 8.2 seconds. They're on old softs. The gap to the car behind is 5.0 seconds. They're on old softs. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. 6 laps to go. Er sagt schon wieder 10 bis 15 Minuten Regen. Hat er schon vor 10 Minuten gesagt. Boah, Alter, was ich gerade für Lecks hatte in der Kurve. Schon wieder.
laps of fuel remaining. Behaupte mal, ich bin etwa 3, 4, 5 Zehntel schneller geworden. Vor allem für sowas wie Qualifying-Runden. Und der Grund liegt darin, was ich dir vor dem Rennen noch nicht gesagt hatte. Aber damit ich dich nicht ablenke, sage ich dir nach dem Rennen erst. Okay, du meinst das mit deinem Wheel, dass du das woanders reinsteckst oder so? Ja. Ja, brauchst du mir nicht zu sagen. Das hast du, glaube ich, in irgendeinem Video mal angesprochen. Ah, sogar du guckst meine Videos, krass. Echt? Und du meinst, dadurch wird man so viel schneller? Also ich sag mal so, es fühlt sich viel... Oh mein Gott, Magnussen. Oh Gott, ich muss den Orosch vor das Gas gehen komplett, weil er mich nicht vorbeilassen wollte. Warte. Ups, ein bisschen gecuttet aus Versehen. War aber nur wenig. Okay, das hat jetzt Zeit gekostet. Der Typ, ey. Ich glaube nicht, dass es grundsätzlich viel Zeit auf Anhieb bringt, aber wenn du damit viel besser zurechtkommst, ja. Und es ist tatsächlich so... Grundsätzlich hat das Lenkrad ja ein Effekt, wenn du, je weiter du lenkst, dass der Lenkwiderstand immer ein Ticken höher wird. Jetzt, und das war vorher nicht so. Insofern, du kannst viel angenehmer an das Limit gehen. Nice. Bei mir ist Kai aufgelistet mit 32 Minuten Vorsprung, 34 Minuten Rückstand. Ach, stark, jetzt. Stark. Ja, aber im Moment bin ich ja auch im Stint etwas schneller, deswegen habe ich die Vermutung, dass es mir tatsächlich ein bisschen Zeit bringt. Kann schon sein. Ich kann mir jetzt nicht erklären, warum ich plötzlich im Rennen flotter sein sollte. Okay, bei mir desinken alle Autos. Gerade in die Boxenausfahrt geguckt, das ist ja wow. Jeff ist auch eine gute Seele. We think they have one more stop. Magnussen ist schon wieder vor mir. Regen in 5 Minuten. Lass das Rennen vorbei.
You're gaining by around 6/10 a lap. They're on old softs. We think they've got one more stop. The time last lap was a 1:48.6. Schön, wie Verstappen das Auto auf der Ideallinie parkt. Ey, du musst mal meine Sicht unbedingt sehen. Bis zum nächsten Mal. Bei mir ist es der Horror. Ich musste jetzt schon zum dritten oder vierten Mal an Magnussen und Kai vorbei. Wow. Also ich wäre dafür, dass wir irgendwas gegen diese ganzen... Also es kann ja daran liegen, dass sobald jemand disconnectet, dass da so ein bisschen was Desync ist. Zumindest im Rennen. Ich hatte das bis jetzt noch nie. Aber heute war ja den ganzen Tag. Ja. Weiß nicht. Aber auch so, dass die Ghost Cars rauskommen, das ist auch immer ein bisschen blöd. Naja. Ich habe auch die ganze Zeit grüne Flaggen. Ja, hatte ich auch schon die ganze Zeit. Ich glaube, das ist seit einigen GPs so, oder? Bei uns. Nee. Bei mir zumindest schon. Ich glaube, ich hatte einmal nicht den grünen Flaggenbug. Vielleicht ist er mir auch einfach nie aufgefallen. Codemasters hat aber eine spezielle Version für Sebastian Vettel angefertigt. Da ist die Strecke immer blau und die Flaggen auch. Lul. Also bei allen anderen, nicht bei ihm. Immer noch plus eine Runde Sprit. Ganze Rennen so gemütlich gecruised. Auch wenn ich gerade merke, war vielleicht zu gemütlich, weil du bist doch ordentlich nah jetzt dran gekommen. Ja, du hast dasselbe gemacht wie ich sonst in, keine Ahnung, Japan-Testrennen oder so. So schnell fahren, wie man muss. Ja, ja. Aber ich hätte gerne den direkten Vergleich gesehen. Aber hey, vielleicht beim nächsten Rennen. Mal gucken, ob die Settings bei mir irgendwas ausmachen. Ja, vor allem hättest du mal schnell fahren können, damit wir sehen, wie die Reifen im Vergleich sind. Mensch, Mensch, Mensch. Nee, ich habe da Angst, Fehler zu machen. Ich hab 40% jetzt auf dem schlechtesten. So. Ah, GG. Gut das gefahren. Ist Genugtuung für die letzten paar Rennen. Ja, nächstes Mal versemmle ich das Quali mal nicht. Ah, gut gefahren. Yo, same. Strategie war top bei dir und perfekt gefahren. Das kannst du nicht beurteilen. Ja. Doch, eigentlich schon. Solange du meine Sicht nicht gesehen hast. Von deiner Position her? Ja, oh, gut. Ray auch nur noch 2 Sekunden hinter Markus. Oh Mann. Ja. Da hätte nicht mehr viel gefehlt, denke ich. Ja, ja. Auch wenn er es geschafft hat, es tut mir trotzdem super leid, dass ich Markus da den Weg, glaube ich, abgeschnitten habe. Heute hat Markus zum ersten Mal, glaube ich, aufgenommen. Das heißt... Stimmt. Wenn ich ihm mega den Weg abgeschnitten habe, dann wissen wir es bald. Maxi auf 5. Auch nicht schlecht. Ja, ach stimmt, das war ja auch so eine Situation am Anfang, die super irritierend war. Ey, heute war das einfach ein sehr stranges Rennen. Boogie auf 7, ja. Oh, ich hätte so wahrscheinlich mehr drin gewesen, aber... Wir haben es ja in der Nachbesprechung, ich weiß nicht, ob wir es noch im Video hatten, aber ich wäre super gerne meine Strategie gefahren, ey. Das wäre sehr interessant gewesen, zum Schluss hin. Nee, ich glaube, wir haben es nicht drin. So, und Kai kommt, glaube ich, ganz knapp nur an einem Punkt vorbei. Ach, Kai fährt wirklich mit. Heiß auf 11. Ja, also, wenn du meine Sicht siehst, dann weißt du, warum ich so irritiert bin. Der ist bei mir auf 12 erstens mit 37 Sekunden Rückstand zu Grosjean und... Was? Ja! Okay, stark. Ach, keine Ahnung, ey. Heute waren die Server echt Banane.
Ja, ganz knapp ist Kai dahinter. So, das war's. Bei mir ist Kai nirgends gewesen. Ja. GG. Herzlichen Glückwunsch an die Pink Panthers, an Anton, Dave und Markus. Markus ist kein Pink Panther. Von mir aus Glückwunsch an Treppchen und an alle. Markus ist ein roter Hoden-Kobold. Ja, von mir auch Glückwunsch. Ein bisschen enttäuschend, dass ich dann doch nicht vorne mitmischen konnte. Dave ist die ganze Zeit bei mir als Offline rumgefahren und jetzt steht er auf dem Podium. Ja, bei mir aber ist die ganze Zeit... Ray vom Hals halten. Bei mir, Disqualifying Incoming, meinst du? Alles klar. Ich musste fünfmal Kai überrunden und fünfmal Magnussen überrunden. Wirklich, das war so unfassbar desynced. An einer Stelle ist einer bei mir komplett durch die Boxengasse geschossen mit Tempo 1000 oder so. Bist also, du immer noch auf deiner 4K-Einstellung unterwegs gewesen? Ja. Jetzt wissen wir, warum es bei dir desync ist. Es war aber nicht nur bei mir so, vermute ich jetzt einfach mal. Nee. Also, bei mir war das nicht der Fall. Bei mir hat irgendwie, alle haben irgendwie, keine Ahnung, geruckelt bei oder mir, so. Bei mir hat's geruckelt. Ja, du fliegst ja eh jedes Mal raus, Marvin, irgendwie. Also, irgendwas ist da ja auch nicht ganz in Ordnung. Hat trotzdem geruckelt, das war halt ohne Ende. Das war nicht wegen Internet, das war einfach nur der Okay. Fehler. Und ich habe weder beim Start Probleme gehabt, das hatte ich ja sonst immer, noch irgendwann im Rennen mit der Performance vom Spiel. Also mit der Elgato im externen Rechner scheint es zu funktionieren. Ist also, jemand hinten drauf gefahren, Dave, beim Start? Nö. Das sah bei mir bist du halt übers Auto drüber geflogen von jemand anderem. Nice. Also drüber gefahren nur, und drüber geflogen. Ich hätte nur fast jemanden von der Strecke geschoben, war aber nur eine KI, also. Glaub, ich wir geben eingestellt. Einfach mal das Wort an Ava und dann... Genau. Ich sag mal, Anton, herzlichen Glückwunsch, Start, Ziel, Sieg. Erzähl mal, wie war dein Rennen? Glückwunsch. Ja, recht ereignislos, würde ich mal behaupten. Ich habe nicht so einen guten Start erwischt, oder Ray hat einen super guten Start erwischt, weil der hat irgendwie direkt Maxi geschnappt oder so, und war mir dann total im Heck. Also es war auch eine enge Situation mal, aber da war ja alles gut. Und danach war bei mir nichts mehr. Ja, deswegen konnte ich auch nichts mehr sagen zu meinen Rennen. Keine Ahnung, ich habe dann halt ein bisschen mit Dave gequatscht und ja. Wirklich, es war halt nichts los, aber sonst ja, war gut. Okay, dann kommen wir zu Dave. Von Startplatz 15 auf Startplatz 2. Schöne Leistung, auf 3,9 Sekunden noch an Anton rangekommen. Das ist 3 Runden vielleicht noch gebraucht oder so. Ja, erzähl mal, wie dein Rennen, wie war die Startphase da hinten? Ja, also eigentlich ganz okay. Ich habe alles gegeben, damit Antons Rennen nicht so ereignislos ist, aber es hat nicht sein sollen. An einer Stelle gab es die Situation mit Markus. Also ich vermute, dass ich dir den Weg da abgeschnitten habe, aber ich hatte im Gefühl, dass ich so spät gebremst habe, dass ich meilenweit schon quasi vorne war. Sorry an der Stelle nochmal dafür, falls es so war. Ja, ansonsten, ich glaube Anton, also der Abstand spiegelt jetzt nicht unbedingt die Leistung wider. Ich glaube Anton ist auch nur so schnell gefahren, wie er musste. So kennt man ja selbst, wenn man mal in Führung liegt und etwas weiter vorne ist und hinter einem nichts los ist. Aber nichtsdestotrotz, ganz gutes Rennen, Schadensbegrenzung betrieben, 2. Platz, kann man sich nicht beschweren. Tue ich trotzdem, dummer Dave macht das Qualifying besser, dann wird es auch vielleicht etwas weniger ereignislos bei Anton. Gut, damit kommen wir zu Platz 3. Markus, schönes Rennen, schöner 3. Platz. Erzähl mal, wie war's? Ja, 3. Platz ist eigentlich recht in Ordnung. Am Anfang, Start war jetzt nicht so super. Irgendwie, Gogi kam, glaube ich, rechts an mir vorbei. Ich wurde halt nach außen irgendwie gedrängt, auch von der KI. Und generell, die KI war unglaublich komisch, dieses Rennen. Vielleicht hängt das auch ein bisschen mit dem Desync zusammen. Ja, also Strategie war eigentlich klar so. Ich dachte, die funktioniert eigentlich besser, als jetzt ausgegangen ist. Anton war ja dann doch pro Runde so eine gute Sekunde schneller. Und dann war man praktisch im Niemandsland. Ich habe gesehen, beim ersten Boxenstopp ist Ray auf Supersoft gegangen. Und war ja klar, dass er dann nochmal an die Box musste. Und habe es dann so gut wie möglich verwaltet. Bin einmal abgehoben an so einem Curb. Und in Puhorn einmal kurz rausgedreht, also leichter Quersteher. Und
zum Schluss meinte Ricardo, irgendwie einfach in mich reinfahren zu müssen und mich für die gesamte Runde dann noch zu blockieren. Und dann wird es nochmal ein bisschen spannender mit Ray, was den Abstand betraf, aber am Ende blieb es so ungefähr bei 2 Sekunden. Also Maximum rausgeholt, super zufrieden. Das riecht nach einer Verschwörung von Red Bull gegen Williams, weil Ricardo hat auch Duki rausgehauen. Ja, war er das? Ja, er war das. Ich möchte jetzt ein schlimmes Wort sagen, ich verkneife es mir. Ja, ziemlich ärgerlich. Alle eins ein. Dieser Australier. Boah, das ist bei mir war es ziemlich ärgerlich. Ich habe eigentlich einen schönen Start gehabt. Direkt 3 Plätze, glaube ich, oder 4 gut gemacht. Dann an Markus den 6. Platz abgegeben oder den 5. weiß ich gerade gar nicht. Ja, und dann Boxenstopp gemacht, 2 Runden später. Batz, Kontakt. Ich habe mich aber auch ein bisschen zu weit reingedrängt. Also ich hätte eigentlich wissen müssen, KI in einem Computerspiel. Lässt du da mal ein bisschen Piano laufen? Ich hätte eigentlich Cable Straight nutzen sollen, um da vorbeizukommen. Aber nein, wollte zu viel und das Ganze noch zu früh, dann hat es mich rausgehauen und mir direkt natürlich die Radaufhängung zerstört. Richtig ärgerlich, weil ich Bock auf Spa hatte, aber naja, so konnte ich mir das Rennen mal schön in der Außenperspektive anschauen. Ist doch auch ganz nett. Nicht. Bei mir war es extremst einsam. Erst du raus, dann Benny raus. Dann war ja niemand mehr im TS bei mir. Hey, ich habe so befürchtet, es ist ein TS-Fluch und der Markus... Den Markus haut es jetzt auch noch raus, aber zum Glück nicht. Hat er gut gemacht. Hey, Williams. Ricardo hat's versucht. Ja, wer möchte gerne denn noch was loswerden? Ich möchte nur sagen, Toro Rosso ist zufrieden mit dem Ergebnis. Sehr schön. Das ist schön. Hey! Dann sag ich noch was kurz in eigener Sache. Ich verabschiede mich für die nächsten 2 Rennen in den Urlaub und wir sehen uns dann beim 3. Rennen wieder. Die Kommentatorenkabine wird dann von Leon dann geleitet, alleine. Oho, aua. Das muss schon irgendwie klappen. Also diejenigen, die rausfliegen sollten, ich appelliere jetzt mal an ein paar Personen. Ich freue mich sehr über Menschen, die in die Kommentatorenkabine kommen, weil alleine so 1 Stunde wird halt echt, glaube ich, ein bisschen hart. Ich hoffe da auch. Statistisch gesehen werde ich dir im nächsten Rennen dann Gesellschaft. Ich starte und ich im nächsten Quali in die Kommentatorenkabine. Ja. Ich kann dir mal so sagen, ich selbst habe ja auch mal bei der V8 Supercar ein ganzes Rennen lang alleine kommentieren. Es ist zwar zäh, aber es ist definitiv machbar, falls du das Pech haben solltest, dass keiner ausscheidet. Es muss ja nur einer der Topfahrer da vorne das Qualifying verhauen. Und nein, Dave, ich spreche dich nicht jetzt explizit an. Das kann auch Anton oder Markus passieren. Und Markus hat es ja auch schon gezeigt, dass es ihm passieren kann. Hat er drauf, ja. Schon ein bisschen Action sein, bis der nach vorne wieder gefahren ist. Also dem her. Ja gut, die ersten 1-2 Runden. Nee, Quatsch. Das wird schon. Aber schöne Session trotzdem, Leute. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Unterhaltsam. Ja. Anton? Achso, ja. Damit war es das für das Rennen hier in Belgien. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Checkt auch die anderen Sichten aus. Die sind alle in der Beschreibung verlinkt und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, je nachdem, an was für einem Tag ihr das guckt. Von mir aus war's das. Ich verabschiede mich. Tschüss. 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 Ciao.